Willkommen zurück zu Prey. Ich bin euer Firobo und ja, wir befinden uns gerade auf dem Weg zum Reaktorraum. Den betreten wir jetzt einfach mal. Beziehungsweise Kraftwerk. Reaktorraum. Stimmt Reaktorraum überhaupt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall beginnen wir zum Kraftwerk. Der Betrieb, das Kraftwerk versorgt die TARDIS 1 sauber und zufällig mit Fusionsenergie. Die ersten Module der Superforce-Reaktoren. Heute konnte ich nicht lesen. Ich weiß, sie war nicht oft hier, aber... Ich kann sie über ihr Armband verfolgen und von hier aus führen. Warum bist du fast am Hauptkappen? Ja, aber es sind auch unterschiedliche Sachen. Ah ja, natürlich sind da Zikotennester drin. So. Ja genau, ich hab das selber in Luft, das ist gut. Wie sie da hüpfen, ey. Wow, wow, wow. Sehr schön. Ich finde die Glühkanone gegen die ist eigentlich ganz gut, weil man von der Glühkanone so viel nimmt. Ich wollte schon sagen, als ob ich den nicht tot kriege. Ah. Tot? Immer noch nicht, aber. Plupp. Gut, haben wir jetzt alles? Scheinbar schon. Ah ja! Fokus, Energiewurf. Nochmal zum Lesen. Noch Waffenupgrade. Münztelefon. Ich würde gerne austelefonieren. Wir haben kein Passwort. Wir können aber uns reinhacken. Wir haben jetzt eh den Oberhacker jetzt inzwischen. Dann gehe ich halt hier oben schnell lang, damit ich hier durchschaffe. Oh fuck, das sieht schwierig aus. Okay. Ne, das schaffe ich nicht. Schade. Aua. Okay, dann nochmal. Hey, jetzt geh doch da durch. Oh mein Gott, so dumm. X. Nein, au. X. Schnell, schnell, schnell. Und Y. Geschafft. Besatzung, oh. Wer ist so viele? Lobby. Da waren nicht alle gefunden. Okay, The Guts, dafür uns zwei. Besatzungs... Okay, da. Ah, Besatzungsquartiere haben wir alle gefunden. Das ist ja cool. In Sicherheit. Shuttle Dock, da waren wir noch gar nicht. Neuromod-Abteilung waren wir... Da waren wir, glaube ich, drin, ne? Dafür haben wir auch noch einige. Psychotron, ja, da müssen wir wahrscheinlich die eine noch finden. Ja, das ist die eine. Ah, die ist noch eine, okay. Brücke, waren wir auf der Brücke gewesen? Scheinbar schon. Egal, so, wir gehen weiter. Lass mir ein paar Drinks gönnen. Dann können wir uns hier mal sollen. Ja, bitte, danke. Nix drin, schade. Hier 1-0 Technik Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Reparatur abgeschlossen. Ich komme nicht rein. Okay, ich komme nicht rein. Wo soll ich dann lang? Ich bin verwirrt. Okay, kann nichts machen. Haben wir wie ein Schacht, ne? Hallo? Komm ich nie rein? Okay. Ach, hier haben wir doch Programme. Preiskarte runter, ne? Das ist ja schon mal ein schlaues Ding, ne? Und hier Technikstörung, Zugang gewähren. Aha, geht doch. Mimik ist wieder verkrochen.
Hallo, du große blöde Mien. So. Na, wie gefällt dir das, kurz gekloppt zu werden? Bam. So. Keine Lust mehr. Was haben wir hier? Also das muss reparieren. Achso, Reparatur 3, scheiße. Haben wir nicht. Sie haben mich gesucht? Ja, Neuromod. Was ist mit Michaelas Büro? Ich habe einen Vorfall gemeldet. Der ist bestimmt spannend, aber ich habe keine Zeit. Ich muss eine Mannschaft auf die andere Seite dieses Bruchs bringen. Also, wo liegt das Problem? Das Problem ist, da drin ist es dunkler als in meinem Arsch. Der Erdungswiderstand ist defekt. Wechseln Sie ihn aus, dann gibt es Licht. Ist das alles? Hey, Sie klingen nervös. Was ist los? Ich wollte den Widerstand gestern wechseln. Und? Er ist zu einer Art Pampe geschmolzen. Roch total ekelhaft. Mist, das steht nicht in dem Bericht, oder? Ich brauche ein bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso vorbei. Vielleicht. Und das könnte man auch nicht einsetzen oder hier einsetzen. Hier wahrscheinlich. Ja. Haben wir vielleicht genug Neuromods? Wir haben nur 3, Scheiße, das wird nicht reichen. Für Reparatur brauchen wir 8 Stück für. Schade. Warte, dann machen wir ihm mal Speichern. Ich werde nicht sterben. Hä, hallo? Spiel speichern? Ja. Kann ich mir das jetzt nicht spielen? Gut, hat es gepasst. Das ist extremst laut. So, wir erstmal was. Was haben wir denn hier? Yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy. Was haben wir noch so hier? 5 Genesung, dann noch Kaffee. Lecker. Was ist das? 5 Gesundheit. Gut. Gut, wir haben noch eine Waffenmod. Die können wir dann noch hier in dem einen reinhauen. Wo haben wir ihn? Da haben wir sie. Zack, verbessern. In die effektive Reichweite. Wunderbar. Aber hier ist immer noch Strom. Aber, was? Ach, das ist ein Poltergeist. Leute, ich dachte gerade so, hä, was passiert mit mir? Hey Lane, hier ist Gas vom Frachtraum. Haben Sie einen Reployer von der Erde bestellt? Was bestellt? Reployer, das ist eine Maschine. Eine Maschine? Wozu ist die gut? Tja, das weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, Sie könnten es mir sagen. Soll das ein Witz sein? Ich hab zu tun. Sie sind Industriedesigner, deshalb dachte ich, Sie wüssten es. Sie wissen wohl nicht, was ich tue. Und ich habe keinen Deployer bestellt. Reployer. Fragen Sie doch in der Technik nach. Hab ich schon. Ich habe alle gefragt. Niemand hat ihn bestellt oder weiß was davon. Seltsam. Gut. Vielleicht komme ich heute Abend runter und sehe mir das Ding mal an. Das wäre wunderbar. Danke, Lane. Ja. Aha. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Man kann es mich hier oben hochballern, kannst du da oben drauf? Er ist so niedrig. Hilfe! Ja gut, dann haben wir den Ziehheini schon mal tot. Dann bauen wir uns mal einen Weg. Mit Glue würde ich sagen. Laden. Aha. Und noch was noch? Es liegt hier vielleicht noch jemand? Da ist noch Zeug, was ich gerne hätte. Wollen wir da hin? So. Oha. Oh, wow, hat sich echt gelohnt, nicht? Na egal. So, da ist nix. Da
Dann gehen wir mal auf unserer Blue-Brücke hier weiter. Platz. Nein, einer kommt. Nein. Okay. Duncan, der Zugangskopf zum Ersatzteillager wurde geändert. Es gab einen Kurzschluss und die Sicherheit hat ihn zurückgesetzt. Oh, klar, danke. Hey, vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber... Was? Spucken Sie es aus. Es gab halt ein kleines Leck und, ich habe Connelly gesagt, wir sollten auf neue Teile warten, aber... Duncan, Ihr kleiner Wettbewerb mit Connelly ist mir scheißegal. Gehen Sie damit zu Brooks. Der Code befindet sich in dieser Nachricht. War ich das hier eigentlich? Ne, das war ich nicht, oder? Ne? Ah, hier ist noch ein E-Mails. Lieferung bereit. Haben wir dann irgendwas Tolles? Nein, ich will irgendwelche Codes haben. Deswegen lese ich eigentlich die E-Mails nur. Aber fliegst du eher? Für Codes, Codes, Codes. Tja, wäre schön, wenn noch Leiche dran steht. Ja gut, ein Raum voller toller Elektrospaß. Ich muss ihn nicht hoch, lol. Plöpp. Danke. So. Ah, ist auch geschafft. Können wir manuell entriegeln. Gut. Ja, da haben mich zufälligerweise ein paar Neuromats gekommen oder so von dem Typen, oder? Ne, ja, doch, wir doch eine bekommen haben wir noch anscheinend noch. So, die Blue-Kanone kann auf jeden Fall noch weg. Und das Cycler hat mir nicht hier stehen, oder? Ne. Ja gut, dann gehen wir mal hier rein. Hui. Reaktorraum. Diese Mimiken immer. Aber da verschreckt man sich schon nicht mehr. Sehr viel Blutzeug hier. Hat die das hinbewegt? Also das ist nur Reaktion gewesen. Okay, ich dachte gerade, hä? Ah, da haben wir den. Nice. Ah, hier kommen wir rein. 8, 9... Ne, ups. 8, 6, 4, 9... Zack, hallo. Mal zu, dass wir keiner reinkommen. Und hier ist ein Loch, okay. So. Wie viele seid ihr denn? Ach du Scheiße. Mimik-Massaker. Hab ich gerade befreigeschalten, nice. So ein Glühfabrikator. Müsste jetzt mal sein, dass ich mal ein bisschen mal meine Meinung äußere hier. Waffen-Upgrades. Ah, warte, ach, die Dinger brauchen wir doch. Vergessen, was ist da unten? Hier haben wir noch ein bisschen was und Stuff. Nochmal eine neue Mod. Natürlich läuft jetzt ein Phantom genau vor der Tür rum. Ach man, so, haben wir noch was zu essen? Natürlich haben wir noch was zu essen. Dann essen wir uns mal hier ein bisschen Nudelsuppe, würde ich sagen. Yum, yum, yum. Ja. Ach, der läuft da hinten lang. Okay, gut. Dann schon genügend, hätte ich vielleicht immer looten sollen hier vorher.
das. Können wir schließlich alles recyceln. Ist alles recycelbar. Dann nehmen wir mal eine von euch hier mit. Okay, habe ich alle? Habe ich alle? Okay, gut. Vielleicht können wir die einsetzen. Wäre zumindest cool, wenn das gehen würde. Der brennt ein Feuerchen. Hallo, Sesam, öffne dich. So. Können wir dich hier einsetzen? Ja! Ah, jetzt habe ich da Licht. Wow, das ist alles. Ich habe mir da jetzt nur Licht gemacht. Also noch ein Fabrikator. Wie komme ich denn da rein? Das würde ich gerne wissen. Ich wollte sagen, hä? Wieso ist das Glas wieder zu? So, Strom ist hier immer noch dran. Okay, gut. Naja. Dann müssen wir halt jetzt hier unten Ärger machen. Oder halt... Jetzt mal durchkämpfen. Ich weiß mal hier, was bei dem Feuer ist. Ist hier was Großes? Ein Albtraum? Da haben wir nur dich. Okay, damit du mich nicht siehst. Dann ist da noch ein Phantom. Na gut. Also man, also in der Zukunft ist Feuerwehrlöschen, Feuerwehrmann echt ein leichter Beruf. Würde ich mal behaupten. Vielleicht kann ich den ja überraschen. Immunität EMP. Kann ich mich eigentlich ansneaken vielleicht? Oder drehst du einfach um? Wüsste ich jetzt gerne mal. Okay, instant tot. Nice. Ihr hattet keine Chance. Ah, hier sind aber noch ein paar mehr. Das wird schon eine Mini. Okay. Ah, das ist noch der Elektro-Henny. Eine Kiste mit dem vielleicht mal. Danke. Ah, okay. Ihr habt mich fast gesehen. Hab ich irgendwas anderes gesehen? Ich glaube irgendwie nicht. Au, okay. Hier krieg ich zumindest schon mal keinen Schaden. Oh, okay, gut. Dann werden wir es halt auf Distanz machen müssen. Wenn er mal kommen würde. Er will nicht kommen. Aber er will nicht kommen. Oh. Hallo, anderer Phantom. Na gut. Da liegt noch jemand. Da ist ein Geschütz und da ist Elektro-Heini. Elektro-Heini, ich mag dich nicht. Deswegen stirbst du jetzt. Ja, das andere Phantom ist einfach wieder weg. Hä? Er geht ernsthaft wieder zurück. Lol. Oh, sie ist eh nicht mehr, ich geh weg. Ich bin raus, ciao. Alles klar. Oh, gehen sie jetzt vielleicht mal hoch? Oh, oh, er ist schlauer geworden. Shit. Oh, nicht getroffen. Okay. Ups. Ist das ein anderer Phantom hin schon wieder hin? Der hat mich wieder nicht angezeigt. Oder habe ich beide getötet? Nein, glaube ich nicht. Oder? Ja, Leute, sind beide tot. Warum?
Aber jetzt nicht, der andere hat jetzt Schaden bekommen, weil er hier über die Treppe gegangen ist und der andere hat ihm dadurch Schaden gegeben. Wenn das echt jetzt so war, dann lache ich. Da muss man echt mal hart lachen. Okay, soll ich mir Gedanken machen, dass wir so viele Geschütze sind? Okay, das ist eine Glukanone. Bisschen Muni. Anzugreparaturkit, alles klar. Hier ist nix. So, was haben wir hier? Ist noch ein Geschütz. Dann würde ich sagen, mach ich hier irgendwie so die Geschützstellung. Dann kommt hier auch nochmal. Warte mal, wenn ich den hier hinstelle. Und ich repariere. Und dich. Ich kann einfach mal hier hin. Das ist auch eine bessere Position, finde ich. So. Alles klar. Gut, machen wir das einfach mal so. Feuer löschen. So. Oh. Was ist mit dir passiert? Ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass sie letztens ein Leck recht eigenwillig gestopft haben. Ach ja? War es ein Schleimervogel namens Krasikov? Möglich. Ist da was dran? Wenn ja, kriege ich dann den Hintern versohlt. Ich wollte das nicht checken, aber gut. Dann hack ich es halt mal eben schnell C und. Wow, Elektrodinger sind echt schwer aufgestellt. Da komme ich echt nicht Schirmer, vorbei. Ich steck sie ins Aalbecken. Autsch. Nee, das Lager war leer. Also habe ich mir eine Glue von den Jungs aus dem Maschinenlabor geliehen. War okay. Genial. Aber achten Sie nächstes Mal lieber drauf, dass wir genug Ersatzauflage haben. Alles klar, Boss. Scanner zielt kein Teilmaterial entdeckt. Ja, wir haben noch keinen Teifen, weil ich bin ja ein Mensch. Deswegen benutze ich extra nicht die ganzen Sachen. Okay, oder ich muss die da. Was hat die da vorhin stellen? So, hier unten noch ein bisschen Material. Sehr schön. Das ist nix, okay. Hier ist noch was. Ja. Scheiß Mimik, du. Kriegst auch die Schnauze, wenn ich die treffen sollte. So. Mein Gott. Leute, Mimik. Ah, geht's denn hierbei lang, frage ich mich gerade. Schauen wir mal hier lang. Ich kann hier unten nicht laufen, Leute. Oh. Eine neue Mod, sehr schön. Was haben wir hier? Scheinbar nichts mehr. Ach, doch hier ein bisschen Ersatzteile. Noch mehr Ersatzzeug. Gefällt mir und hier haben wir das viel gekillt, ne? Ja gut, dann wollen wir mal rum. Wunderbar. Ne, wenn ich nicht. Aber warte, ach ja, stimmt, hier oben war ja auch noch was. Da konnten wir, so konnten wir in den Raum rein, stimmt, ja. Hier rein. Warte, wir können jetzt mal hier gucken, ob hier noch was ist. Hier haben wir schon noch. 8, 6, 4, 9. Ah, den Raum kennen wir schon, genau, stimmt ja. Den kannten wir ja schon. Hatten wir hier drüben noch irgendwelche Räume? Ich habe nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. So, hier haben wir alle gekillt. Und hier war alles zu, okay. Dann gehen wir nochmal hier unten in den Raum rein. Da haben wir den auch. Das auch erledigt. Große Mimikleiche, warum kannst du den nicht looten? Okay, ist ja auch irgendwie was abgebrannt oder so. Ja, ach, hier kann man noch in den Schacht rein. Ach so, ach hier, ach so. Da haben wir die neue Mods, ja. So, haben wir das Ding auch aufgemacht. Gut, haben wir das alles gemacht und hier haben wir jetzt drei Geschütze, vier Geschütze stehen. Wie, der Schwede.
kann natürlich auch dieses stromleitende Ding hier. Das ist natürlich auch so geil. Na egal. Wir schauen mal. So, entriegeln. Nur ein Phantom. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Was guckt er sich denn da an? Machen wir hier auf. Hallo? Kuckuck. Was ist das? Der kommt hier rein. Ich brauche Hilfe. Hätte ich angefangen zu schreien wie ein kleines Mädchen. Fehler. Okay. Aber du kannst ja reinhacken. So. Blub, 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 blub und. Tja. Easy. So, was haben wir hier? Ups. Hat dir wohl nicht so geschmeckt. Gosemoi. Morgen. Ach, du lebst. Oh. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir die hier finden. Ich dachte, ich würde sterben. Naja, früher als ich dachte, dass ich sterbe. Wo ist dieses Ding hergekommen? War das Toni? Wahrscheinlich, ja. Wie es mich angeschaut hat. Ich würde ja aufstehen. Aber meine Beine und meine Lunge und mein Nervensystem. Paraplexie, schon vergessen? Sie haben mich gewarnt. Die Spritzen sind in meinem Büro, da komme ich nicht rein. Aber der Aufzug. Ich meinte das vorhin ernst. Wir können die Sperre umgehen. Im Reaktorkontrollraum gibt es eine Schalltafel, um alles herunterzufahren. Die ganze Station. Der Computer wird motzen. Tun Sie es einfach. Und dann beten Sie, dass alles wieder hochfährt. Es sollte. Es wird. Jetzt gehen Sie. Okay. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen. Oh. Nerviges Vieh. Hä? Sie hat den Eingang geschlossen, aber nicht hinaus. Ich hatte den Ausgang geschlossen, weil da rein. Weil durch den Eingang kann ja keiner rein. Ach komm, wir können aus den Riegeln. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Oh. Das war mal was Neues. So. Hier ist nix. Kommt noch ein Busch. Beantrage neuen Operator. Du bist mir kaputt. Transstar Pyramid 499 Medizin. Diagnostizieren. Ja. Flame Alarm. Auf Reparaturbedarf. Dankeschön. So, haben wir das offen. Bitte halten Sie still. Es dauert. Das ist offen, warum komme. Sie erinnern sich nicht an Sie. Aber Mikaela erinnert sich an sie. Sie hat ihren Zustand verborgen, um auf der Talos 1 zu arbeiten. Als sie es herausfanden, hätte sie zur Erde zurückgeschickt werden sollen. Aber sie machten eine Ausnahme. Ich weiß nicht, ob sie dadurch willkommen. Verantwortlich Vielleicht sind. Kann ich Ihnen helfen. Ohne ihre Medizin wird sie nicht lang durchhalten. Es liegt an Ihnen, ihr zu helfen. Ja, ja, wir machen das ja schon. Aber, ganz ehrlich, warum soll ich eigentlich helfen? Weil sie stirbt ja eh. Wir sterben ja alle. So, du bist Müll. 4 Waffen-Upgrades haben wir schon wieder. What the fuck? Wie viele Neuromods haben wir? 10 Stück, oh cool. Dann können wir jetzt reparieren, skillen. Reparieren, ja. Sehr schön, haben wir das auch geskillt. Warte, ich hatte noch 2. Ich könnte noch was skillen eigentlich, oder? Wir könnten das hier zum Beispiel, Stoffwechsel, können wir das mehr Leben kriegen. Das kostet allgemein mehr Leben. Mehr Leben kostet 100, wir können den auf 300 können wir unser Leben bringen, ach du Scheiße. Okay, das ist echt eine Menge, was haben wir hier, Lautlosigkeit, und da könnten wir noch, stimmt, wenn das auch noch stimmt, den Sachen. So, hier dürfen wir gar nichts von Skill, weil, ne?
Ich wollte ja nicht in die Richtung gehen. So, Recycling haben wir. Auch wieder Stoffwechselboost, komm. Zack, dann kriegen wir ein bisschen mehr Leben und alles. So. Ich will jetzt mal die Ziele abklappern. So, hol dir Alex Schlüssel. Betritt die Grand Tour. Okay, Neustart Schlüssel. Betritt den. Finde Grand Außenbereich. Ja. Töte den falschen Koch. Finde Captain Morgens goldene Waffe. Da, Außenbereich. Aber wie komme ich auf den Außenbereich? Kann ich da irgendwie, kann man da direkt hinreisen, vielleicht? So, ich befinde mich hier. Sehe ich das? Maschinenlabor. Frachtraum. Ah, ne, da bin ich. Okay. Also, wir sind darüber. Da geht es auch eigentlich theoretisch, aber das ist alles abgeschottet. Also, sind alle abgeschottet jetzt. Achso, alle für den Außenbereich sind abgeschottet. Ich kann nicht mehr in den Außenbereich. Luftschleuse gesperrt. Shit. Wir können gar nicht mehr in den Außenbereich. Finde mich jetzt mehr in den Bau, finde Grantwood. Aber gut, wir müssen also erstmal den Computer runterfahren und hoffen, dass wir dann halt. Ja, dass wir endlich dann wieder raus können. Ich hoffe, sie lebt so lange. Gut, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.